Die lange Wagenschlange bahnt sich den Weg über die Gleise. Aus dem Führerstand sieht es dann so aus. Links fährt eine 111er mit ihrem Wendezug Richtung Gemünden. Über eine Rampe fädelt sich die Neubaustrecke aus. In einer Rechtskurve wird am Kilometer 325.8 der 579 Meter lange Steinbergtunnel durchfahren. Er ist der erste von 66 Tunnel der Schnellfahrstrecke. Nur kurz ist die Fahrt über die Dürrbachtalbrücke. Kurz danach wird der rund 2 Kilometer lange Rossbergtunnel durchquert und somit das Stadtgebiet von Würzburg verlassen. Würzburg ist nicht nur ein wichtiger Bahnknoten im Fern- und Regionalverkehr, sondern auch im Güterzugbereich. Viele Züge rollen über die Nord-Süd-Strecke oder kommen über den Spessart aus westlicher Richtung in Gemünden dazu. Eine typische Szene in Würzburg-Zell. Für Baureihen Freunde Neuer Eloks ist die Strecke von und nach Würzburg ein Laufsteg. In Veitshöchheim kreuzen zwei 187er. Viele der Güterzüge fahren durch. Einige enden im Güterbahnhof. Andere beginnen hier ihren Lauf. Das Aufkommen im Güterbahnhof ist allerdings nicht besonders groß. Nur wenige Gleise sind besetzt. In einem ehemaligen kleinen Bahnbetriebswerk im Güterbahnhof Zell sind die Würzburger Eisenbahnfreunde untergekommen. Leider ist die alte Werkhalle nicht besonders groß. Viele Exponate müssen daher im Freien stehen.